Dir ist dein iPhone runtergefallen und das Display ist gesprungen? Wie du das selbst austauschen kannst, zeige ich dir in dieser Anleitung. Wenn du direkt zum ersten Schritt der Anleitung springen möchtest, klicke auf die eingeblendete Anmerkung. Unten in der Infobox findest du auch Sprungmarken zu allen einzelnen Schritten. Für die Reparatur solltest du etwa 30 Minuten einplanen und sie ist etwas schwieriger, da das Display so stark verklebt ist. Das folgende Werkzeug benötigst du: ein Pentalobe-Schraubendreher, ein Phillips-Schraubendreher, ein Tripoint-Schraubendreher, ein Saugnapf, ein Plektrum, eine Pinzette, ein Stahlspatel und ein Spudger. Außerdem benötigst du noch einen Heißluftföhn, da das Display so stark verklebt ist. Die genannten Werkzeuge zusammen mit dem Ersatzteil und einer praktischen Magnetmatte findest du in unserem Reparaturset. Solltest du an einer Stelle nicht weiterkommen, nutze die bebilderte Anleitung auf unserer Internetseite. Dort hast du auch die Möglichkeit, über die Kommentarfunktion Fragen zu stellen. Viel Spaß bei der Reparatur! Bevor ich mit der Reparatur beginne, schalte ich das Gerät aus, damit ich keine Kurzschlüsse im Gerät verursachen kann. Bevor ich das Gerät öffnen kann, muss ich noch die beiden Pentalobe-Schrauben, die links und rechts von der Ladebuchse liegen, entfernen. Ich möchte jetzt das Display des iPhone 7 Plus öffnen. Dafür muss ich natürlich mit der Heißluftpistole den Klebstoff erwärmen, damit dieser leichter zu lösen ist. Vor dem Öffnen des Displays muss ich noch ganz stark beachten, dass auf der Seite Kabel sind. Da darf ich also mit dem Plektrum nicht zu stark unter das Display stechen. Und hier oben ist das Display wie gewohnt eingehakt. Auch wenn es nach rechts aufgeklappt wird, muss ich das Display erst ganz seitlich lösen, dann etwas runterziehen und dann aufklappen. Ich setze jetzt also den Saugnapf am unteren Ende des Displays an, ziehe daran und versuche gleichzeitig mit dem Plektrum zwischen Display und Gehäuse zu kommen. Das geht hier bei dem iPhone 7 Plus etwas schwerer, weil man einen stärkeren Klebstoff benutzt als vorher bei den anderen iPhone-Modellen. Dennoch ist es keine unlösbare Aufgabe. Man muss einfach nur das Plektrum am gesamten Display entlang führen. Jetzt aber nicht so wie gewohnt bei den anderen vorherigen iPhones aufklappen, sondern hier oben noch weiter lösen und das Display etwas, weil es hier oben an der Ecke eingehakt ist, etwas nach unten schieben. Das ganze Display ist jetzt gelöst und ich kann, nachdem ich den Saugnapf entfernt habe, das Display aufklappen, das dann etwas so hinlegen, dass es halb auf dem Rand liegt, damit die Kabel nicht beim Umklappen zerreißen, und dann kann ich es aber schön aufklappen. Ich möchte jetzt das Display lösen und dafür muss ich bei diesen vier Tripoint-Schrauben beginnen, die das Blech halten, unter dem die Kontakte liegen. Wenn dann die Schrauben lose sind, kann ich das Blech einfach abheben. Ich löse jetzt die folgenden Kontakte. Ich beginne mit dem Akku, um bei der Reparatur Kurzschlüsse oder Schäden durch Kurzschlüsse zu vermeiden. Danach löse ich den Displayanschluss für Touchscreen und wie gesagt Display. Und als letztes löse ich den Kontakt für den Homebutton. Danach muss ich jetzt noch den Kontakt für die Hörmuschel und Frontkamera freilegen, damit auch das Display wirklich komplett entfernt werden kann. Diese Kontakte sind wieder mit drei Tripoint-Schrauben und einem Blech gesichert. Sind die Schrauben gelöst, kann ich das Blech ganz einfach entfernen. Jetzt ist der Kontakt auch freigelegt und ich trenne diesen mit dem Spudger vorsichtig von der Platine. Als nächstes entferne ich dann das Display komplett. Bevor ich das neue Display einbaue, will ich es einmal testen. Deswegen verbinde ich jetzt die beiden Kabel mit der Platine und danach natürlich den Akku, um das Gerät starten zu können. So, jetzt noch den Akku. Display zuklappen und
starten. Wenn das Gerät dann gestartet ist, markiere ich mir eine App, um sie über den gesamten Bildschirm zu bewegen, einmal am Rand entlang und dann im Zickzack über das Display. Wenn mir die App immer folgt, ist das Display in Ordnung. Nach dem Test schalte ich das Gerät wieder aus. Anschließend trenne ich den Akku und danach die Kontakte des Displays. Bei der Reparatur des Displays müssen noch einige Teile mit übernommen werden. Zum einen die Hörmuschel und die darunterliegende Frontkamera und zum anderen natürlich der Home-Button. Die Hörmuschel ist mit einem Blech und 5 Schrauben gesichert. Nachdem ich die Schrauben gelöst habe, kann ich das Blech abheben, die Frontkamera etwas zur Seite legen und danach die Hörmuschel entfernen. Ich will jetzt die Frontkamera mit all den Sensoren, die sich daran befinden, entfernen und das Ganze ist am Display verklebt. Ich beginne hier mit dem Annäherungssensor. Dieser sitzt in einer Führung, also etwas vorsichtig mit der Pinzette drunter gehen, um dann nicht den Sensor oder die Führung abzureißen. Das Ganze ist halt wie gesagt verklebt und deswegen nicht allzu einfach. Danach arbeite ich mich von der anderen Seite vor und versuche zuerst das gesamte Flexkabel vom Display zu lösen. Hier sitzt dann auch ein Mikrofon, das mitgelöst werden kann. Und weil ich dort vorangekommen bin, löse ich hier die 4 goldenen Kontakte für die Hörmuschel von dem Displayrahmen. Ja, das geht halt ganz vorsichtig und schrittweise. Ich möchte ja das Flexkabel nicht einreißen. So, jetzt habe ich alles gelöst und kann es entfernen. Als nächstes löse ich den Home-Button. Dieser ist mit 4 Tripoint-Schrauben gesichert und mit einem Blech zusätzlich fixiert. Ich löse also nacheinander die Schrauben und entferne danach das Blech und kann dann das Display anheben und den Home-Button zur Frontseite herausdrücken. So, ich entferne jetzt das Blech und dann löse ich den Kontakt des Home-Buttons vorsichtig vom Kabel hier. Dann kann ich mit der Pinzette unter das Flexkabel fahren. Das ist nämlich auch mit dem Displayrahmen verklebt. Hier also auch vorsichtig vorgehen, um nichts zu zerstören. Denn sonst funktioniert der Home-Button oder die Touch-ID am Ende nicht mehr. Ist relativ kräftig verklebt, deswegen wirklich mit Vorsicht angehen oder, wenn es nötig ist, das Gesamte etwas erwärmen. Ich hebe jetzt das Display an. Dabei fällt dann eventuell der Home-Button schon von selbst aus dem Display heraus. Und wenn nicht, ansonsten vorsichtig etwas gegen den Home-Button drücken und dann das Kabel durch die Öffnung führen. In diesem Schritt löse ich diese gesamte Rückplatte vom Display. Die dient der Stabilisation. Die Rückplatte ist mit insgesamt 6 Schrauben am Gehäuse gesichert und 5 davon, die seitlichen, das sind auch wieder Tripoint-Schrauben. Außerdem ist das Anschlusskabel für das Display mit diesem schwarzen Aufkleber fixiert. Als allererstes trenne ich vorsichtig diesen Aufkleber und danach löse ich Schritt für Schritt eine Schraube nach der anderen. Da ich jetzt alle Schrauben gelöst habe, kann ich die Rückplatte anheben, aber vorsichtig mit dem Anschlusskabel für das Display, das muss hier durch die Öffnung geführt werden. Wenn ich dran hängen bliebe, könnte es kaputt gehen. So, jetzt habe ich das Kabel hindurchgeführt und kann die Rückplatte entfernen. So, das ist jetzt das neue Display und eventuell fehlen einige Teile, wie zum Beispiel die Führung für die Frontkamera oder für den Annäherungssensor. Also am besten einmal das gesamte Display
mit dem kaputten alten Display vergleichen und dann eventuell fehlende Teile übernehmen. Ich starte jetzt mit dem Entfernen der Schutzfolie und der Siegel. Diese müssen runter, weil ja dort, wo jetzt die Schutzfolie liegt, später die Rückplatte angebaut wird. Von daher muss das alles gesäubert und entfernt sein. Ich bringe jetzt die Rückplatte wieder an das Display an und als ersten Schritt muss ich das Anschlusskabel für das Display durch diese Öffnung hier führen und richtig positionieren. Dafür nehme ich mir natürlich die Öffnung für die Schrauben zur Hilfe. Und das Kabel drückt das ganze Blech etwas nach oben, deswegen ist es hier hilfreich, mit einer Schraube das Blech zu fixieren, bevor man dann die nächsten Schrauben ansetzt. Jetzt können die seitlichen Tripoint-Schrauben angesetzt werden. Ich empfehle, alle Schrauben nicht sofort fest anzuziehen, damit noch ein bisschen Spiel von Rückplatte und Display besteht, falls eine Bohrung nicht ganz deckungsgleich ist. Wenn dann die letzte Schraube an der richtigen Position sitzt, nochmal alle Schrauben anziehen. Um dann das Displaykabel wieder zu fixieren, bringe ich den schwarzen Aufkleber an, führe diesen zuerst über diesen Controller-Chip und befestige dann den Aufkleber auf der Rückplatte. Ich bringe jetzt den Home-Button wieder an und dabei muss ich dann das Display erstmal anheben, um den Home-Button durch die Frontseite hindurchzuschieben, denn von hinten kann ich ihn nicht hindurchschieben. Als nächstes versuche ich dann das Kabel hier unter das Anschlusskabel zu führen und dieses etwas anzudrücken, damit es sich schon mal mit dem Rahmen verklebt. Da helfen wie immer ein paar Nasen für die Positionsfindung. Dann kann ich natürlich gleich den Kontakt zwischen Home-Button und dem Anschlusskabel schließen. Um den Home-Button dann wieder zu fixieren, setze ich das Blech auf und setze dann eine von den Tripoint-Schrauben an, damit dann nach und nach alles angeschraubt werden kann. In diesem Schritt setze ich das Frontkameraflex wieder an. Dafür muss ich natürlich alle Flächen wieder mit dem Rahmen verkleben. Ich beginne mit den Kontakten für die Hörmuschel. Dort sind nämlich zwei Nasen. Das hilft dann schon mal bei der Positionierung. Dann drücke ich hier das Mikrofon auf die Fläche und danach wird es ein bisschen knifflig. Setze ich zuerst den Annäherungssensor wieder ein. Das Kabel muss dafür nämlich zweifach geknickt werden und wenn dieser sitzt, kann der Lichtsensor, also Helligkeitssensor, in die Führung eingesetzt werden. Danach folgt dann die Hörmuschel. Die hat vier goldene Federkontakte, die auf die vier goldenen Kontakte hier geführt werden müssen und zusätzlich muss natürlich die Öffnung des Lautsprechers durch die Öffnung im Displayrahmen geführt werden. So, da das gefedert ist, liegt die Hörmuschel nicht plan auf und deswegen muss man das Ganze festhalten, wenn dann die Kamera in die Führung gebracht wird. Danach weiter festhalten, um das Blech, was das Ganze dann zusammenhält, aufsetzen zu können. Auch dieses weiterhin festhalten und dann mit einer Schraube fixieren. Ist die erste Schraube angezogen, kann ich meinen Finger lösen und die anderen Schrauben ansetzen. Ich will jetzt das Display wieder anbringen und beginne dafür mit dem Anschluss für Frontkamera und Hörmuschel. Ich setze das Display erst hochkant an und nehme das Anschlusskabel zwischen die Finger und drücke den Kontakt dann in die Buchse am Logic Board. Danach bringe ich das Display wieder in die ursprüngliche seitliche Position und lege dieses auf der rechten Kante des Gehäuses ab. Anschließend werden alle Kontakte wieder mit den Schutzblechen fixiert. Ich beginne mit dem linken Anschluss. In diesem Schritt schließe ich Home-Button und Display-Kabel an. Alle Konnektoren müssen auf jeden Fall mit einem kleinen Klickgeräusch einrasten, ansonsten diese nochmal lösen und noch einmal ansetzen.
Sind alle Anschlüsse richtig verbunden, kann ich als allerletztes die Verbindung zum Akku wiederherstellen. Danach fahre ich mit dem zweiten Abdeckblech fort. In diesem Schritt kann ich jetzt das Display wieder zuklappen und zuallererst hake ich die beiden Nasen an der Oberseite des Displays wieder in das Gehäuse ein. Ich muss also das Display mit einer kleinen Linksbewegung einhaken und danach kann ich es ganz flächig herunterdrücken, damit alle Nasen im Gehäuse einrasten und das Gerät ordentlich verschließt. Um die Reparatur dann abzuschließen, müssen nur noch die beiden Pentalobe-Schrauben links und rechts von der Ladebuchse angebracht werden. Zum Abschluss des Ganzen teste ich das Display, indem ich mir eine App nehme, die mit dem Finger über den ganzen Bildschirm schiebe, einmal am gesamten Rand entlang und dann im Zickzack über das Bild. Die App sollte immer dem Finger folgen, dann ist das Display auch in Ordnung. Dein iPhone ist jetzt repariert und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wenn du an einer Stelle doch nicht weiterkommst, kontaktiere mich über die Kommentarfunktion oder auf idoc.eu. Ich werde dir gerne helfen. In unseren How-To-Videos findest du viele Problemlösungen und Tipps und Tricks für dein iPhone. Schau dir die Videos an oder besuche uns auf Facebook. Wenn du kein neues Video verpassen möchtest, abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.